Das ist E. coli. E. coli ist ein Bakterium und sehr beliebt im Labor, da wir es richtig gut kennen und es viel für uns macht. Es ist auch nicht sehr anspruchsvoll. E. coli kann für uns auch Enzyme produzieren. Wie bekommen wir E. coli dazu? Schauen wir uns E. coli mal genauer an. Wir haben E. coli ein kleines, ringförmiges DNA-Molekül gegeben, das Plasmid. Das Plasmid ist wie eine Speicherkarte. Es enthält alle wichtigen Informationen, die für die Produktion unseres Enzyms notwendig sind. Die Information für unser Enzym ist in der Gensequenz gespeichert. Und dann ist da noch der Promoter. Er ist wie eine Art An- und Ausschalter und entscheidet, wann die Informationen aus dem Gen verwendet werden, um unser Protein herzustellen. Den Promoter kann man durch bestimmte Stoffe, sogenannte Induktoren, anschalten. Unser Promoter sorgt dann dafür, dass richtig viel Protein hergestellt wird. Mehr als die Zelle normalerweise produzieren würde. Die Zelle ist also unsere kleine Mini-Fabrik. Damit wir richtig viel Protein erhalten, brauchen wir richtig viele E. colis. Also geben wir E. coli in Nährmedium und lassen es sich teilen. E. coli ist sehr schnell und teilt sich alle 20 Minuten. Dann kommt der Induktor hinzu. Dadurch beginnt E. coli, unser Protein zu produzieren. Um unser Protein zu ernten, trennen wir die Zellen aus dem Medium ab. Jetzt befreien wir das Protein, indem wir die Zellen aufbrechen. Die Zellen enthalten aber nicht nur unser Protein, sondern auch viele andere Proteine, die sie für ihren Stoffwechsel brauchen. Und noch viele, viele weitere Stoffe. Aus dieser Mischung können wir dann über ein mehrstufiges Verfahren unser Protein herausholen. Einfacher ist es, wir nehmen ein anderes Bakterium. Das hier ist auch ganz beliebt im Labor. Das ist Bacillus. Bacillus kann mit der richtigen Speicherkarte, dem Plasmid, auch auf unseren Wunsch unser Enzym produzieren. Aber Bacillus kann auch mehr. Er kann nämlich unser Wunschenzym aus der Zelle herausschleusen. Wie praktisch! Wir kultivieren also Bacillus in Nährmedium. Dann induzieren wir die Proteinherstellung und Bacillus produziert richtig viel Enzym und gibt es in seine Umgebung ab. Jetzt können wir Bacillus vom Medium trennen. Dieses Medium enthält unser Enzym und viel weniger andere störende Stoffe. Durch eine Membran, die wie eine Art Sieb funktioniert, können wir unser Enzym dann relativ einfach reinigen und konzentrieren. Und schon haben wir ganz viel von unserem Wunschenzym.